Freunde, ich sitze vor meinem verkratzten Spiegel und ihr wisst, was das heißt. Es ist Zeit für einen neuen Vlog. Dieses Wochenende geht's für unsere Gruppe zur Dokumi, diese Anime-Convention in Düsseldorf, halt für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist. Und ja. So, ich hab Nick eingesammelt. Wir gehen jetzt essen. Ja, wir sind jetzt beim Tokyo-Ramen. Krass, als wäre ich auf Dokumi. Bruder, der Laden hat nicht offen, warum ist hier eine Schlange? Das Krasse ist übrigens, obwohl ich in Düsseldorf wohne, wo die Dokumi stattfindet, habe ich mir für fast 600 Euro ein Hotel geholt. Ey, ihr müsst weiter diese Webtoon-Placements unterstützen. Ja. Nein, aber ich war so, Leute. Ich weiß nicht, eigentlich war es echt dumm. Aber es ist chilliger damit, mit diesem Bastard zu chillen. Allem, unser Hotel, das werdet ihr nachher sehen, ist so sexy. Also ich habe noch nie so ein geiles Hotel. Ihr wisst, was das heißt. Es ist schon scharf, ja. Kann man sagen, was man will. Schmeckt aber geil. Das? Sag heiß. Wie du. Willst du jetzt eine Bewertung von mir? Komm, hau raus. War krass. War fandst du krass? Sake war krass. Den du ausgetrunken hast. Bruder, ich will das nicht trinken. Ich hasse Wein. Ich hab wie ein Mann, habe ich das ausgetrunken. Du bist auch ein Mann. Also ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Ich meine, wir haben voll das krasse Hotel. Du denkst auch, bist Business mehr mit dieser Cola daneben. Nicht mehr austrinken, weil du Geschäftsmann bist. Ja, ich war mitten in der Arbeit und so. Halt deine Fresse, du hast... Guck mal, wie der vollgewichst ist, der Bildschirm. Ja, das ist von meinem Bruder. Liebe Grüße, genau. Ja, ja, safe. Und hier soll ich mit dir schlafen? Nee, du stehst hinter dir. Da stehst du. Da sehe ich mich. Der Zimmer ist echt... Ist sehr cool, ne? Habo. Und dieses Wasser umsonst wird krass. So fühlt sich also recht, du Mann. Das ist dein Transporter? Ja, Bruder. Ich wollte hinten. Ich zeig dir. High One. Das ist krass, ne? Ich hab den gedrückt auf 130. Scheiße. Weil wir Dings kein Platz mehr haben. Hey Jungs. Ja, ja. Hi, ciao. Hey, nicht wundern, die Sitze hüpfen ein bisschen hoch und runter. Boah, ich stehe drauf. Was ist passiert, Blöd? Okay, wir haben hier eine kranke, handfeste Diskussion. Deswegen muss ich jetzt eine kleine Umfrage starten. Lässt du dir deinen Arschloch lecken? Würde ich niemals. Lässt du dir deinen Arschloch lecken? Nein. Lässt du dir deinen Arschloch lecken? Nein, wirklich nicht. Lässt du dir das Arschloch lecken? Na. 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 Aber? Ich mag's, also der Gedanke, dass ich unten auch behaart bin, macht mich auch ein bisschen nervös dabei. Das ist aber ihr Problem, nicht deins. Oder seins. Lässt du deinen Arschloch lecken? Wallah für Geld, Bruder. Ich hab 20 Euro da. Lässt du deinen Arschloch lecken? Ist geil. Was genau ist geil? Ist geil. Aber was genau? Alles. Versuch mal zu erklären, mit einem Satz oder zwei. In einem Satz? Fühlt sich zwar ein bisschen submissive an, aber fühlt sich extrem nice an. Das Problem ist, dass deine Zuschauer so Erfahrungen nie in ihrem Leben gemacht haben. Du weißt gar nicht, was für Playboys meine Videos gucken. Ja, die Kaido Gang. Playboy, wer Video liked, genau jetzt. Peace, guten Morgen. Einfach schlechte Nacht, nur 5 Stunden geschlafen oder so. Und jetzt gleich geht's los zu Dokumi. Aber vorher muss noch Business gemacht werden. Wir arbeiten nämlich gerade, Spoiler Alert, an einem One Piece Album für unser Lo-Fi-Projekt, ich und Nick. Und ich muss euch leider sagen, die Songs sind richtig scheiße geworden in der ersten Version. Am Ende wird's ein geiles Album. Ich muss mich noch fertig machen, dann gehen wir essen. Und dann auf die Dokumi. Okay, Guys, wir sind drin. Wir haben's geschafft. Guck mal, wie du auf Cringe wieder direkt in Hörnung bist. Man genießt doch. Ich genieße den Moment nicht. Schönes das Gefühl, wieder hier zu sein. Aber es riecht schon wieder so heimisch nach Schweiß. Hallo, habt ihr auch Ruffy-Figur? Aus welcher Kraft komme ich hierher und kaufe eine Lanze? Aus welcher Kraft komme ich hierher und kaufe chinesische Nudeln? Hier ist ein bisschen weniger los, aber hier sind diese Künstler. Die malen alle und so, voll krass, ne? Das ist crazy, ehrlich. Aber? Naja, okay, ist nicht so krass vielleicht. Okay, ich würde nichts kaufen, aber ist cool. Ja. Nee, aber ich glaube, die Leute haben krankes Talent. Und da ist FSK 18 Bereich, glaube ich. Oh yeah. Wir sind gerade am Aufnehmen. Nick sucht Zuschauer, die da fragen können, ob die auf Frauen stehen, die Anime gucken. Ich weiß auch nicht, aber ich bin Kameramann. Würdest du? Den da vorne, ja. Meine Füße sind tot. Der Affe ist rot. Mein Mund ist blau. Bruder. Bei allem Spaß, der hier passiert, und Dennis wird mich gleich wieder beleidigen,
Aber Dennis hat gute Arbeit geleistet. Gruß an Dennis für Kameramann machen. Meine Aufnahmen sind halt einfach geil. Inshallah gut. Inshallah gut. Wenn ich habe Angst, dass Audio einfach nicht aufgenommen wird. Nick dreht auf jeden Fall Spielfilme. Der braucht für ein 8-Minuten-Video eine Stunde Aufnahme. Ich will keine Kritik machen, halt deine Fresse. Das ist gerade nur für meinen Vlog. Ich wollte nur sagen, dass ein Video bei mir 20 Minuten gebraucht hat. Was habe ich hier? Bisschen kacke. Okay, die Doku mir geht langsam zu Ende. Ich glaube, ich nehme noch was mit Nick auf. So eine Umfrage oder so. Wird, glaube ich, ganz lustig. Also, ich bin froh, dass es ein bisschen leerer wird. War schon echt sehr voll heute. 70.000 Leute oder so. Und 26 Grad. Ich zeige euch jetzt mal, wie es ungefähr gerade aussieht. Ist schon, was soll ich sagen, leerer. So, wir gehen jetzt. Weiß ich nicht, was er da macht. Wir gehen jetzt, Dokumi ist vorbei. Halle ist leer. Erster Tag ist geschafft. Ich bin tot. Ich will jetzt nur essen. Mit den Boys. Hey. Hast du Hunger? Bruder. Oh, ich wollte gerade so einen gottlosen Vergleich kriegen. Sag ich. Jetzt weiß ich, wie sich 12 Years a Slave angefangen hat. Boah, das ist jetzt krass. Weiß ich nicht. Und dann lag der da in Beast Mode. Ich bin tot. Habu. Einer ist in Beast Mode. Tipp von mir, wenn ihr irgendwie plant, viel zu laufen oder so ein Scheiß und den ganzen Tag irgendwie euch zu bewegen, zieht niemals Vans an. Die Schuhe kannst du zu allem anziehen, aber die sind scheiße für deine Füße, du bist gefickt. Wir haben einfach Timeskip gemacht. Guck mal, welchen Pisser ich getroffen habe. Guck mal, welcher Pisser, der hat meine Hülle nachgemacht. Ich habe 1, 2 dieselbe Hülle drauf. Neureicher Mensch. Guck mal, $1 billion, mein. Meine Füße sind so krass weh, dass ich den gezwungen habe, mit mir wie ein Penner auf Boden zu sitzen. Ich werde nicht mal bezahlt dafür, weißt du, wie ich meine? Zieht keine Vans an, wie ich schon gesagt habe, zieht keine Vans an. Dieser depressive Verfall. Die Jungs sind am Abräumen. Ich glaube, die haben gut Plus gemacht. Alhamdulillah. Boah, bist du hässlich gerade auf Kamera. Dieser High One, Leute, hat dieses Wochenende 40 Racks gemacht und sich in die Hose geschissen. Ich weiß nicht, was krasser ist, was ich mehr bewundere. Ein Neureicher. Ich chill mit reichen Leuten. Das ist noch einer, der Geld hat. Oh mein Gott. Weißt du jetzt, wie lange ich Geld habe? Du bist die nächste Richtung. Ey, du bist so sympathisch, du bist die nächste Richtung. Du bist mein bester Freund. Ich hab schon bekommen, meinst du, was die nächste Richtung ist? Ich mag dich nicht mehr. Was passiert hier? Was passiert hier überhaupt noch? Wir wissen noch nicht, was wir machen. Aber also mein Traum, mein Traum wäre eigentlich, dass wir noch in einen Club gehen, aber die sind alle alt. Oder Hillel. Meine Prediction, ich sag's sofort, wir fahren Mc's oder McFlurry oder McSunday. Wir fahren zurück, wir sitzen genauso wie Beast Mode hier wieder. Was für eine tote Truppe. Unser Fahrer hat durchfallen, am Bauchschmerzen. Jetzt fühlt man mich in der Wacke, Bruder. Also ich muss sagen, ich find's krass, dass wir ins Auto geschafft haben. Ehrlich, das ist schon ein krasser Erfolg. Schaffen wir jetzt wieder raus. Daniel, wie geht's? Wenn eine Eismaschine kaputt ist, dann möchte ich einen Cheeseburger. Altstadt mit den Jungs war krank. Wir fahren nach Hause. Ich bin dafür, dass wir in Zukunft etwas vielleicht vorher planen, bevor wir was machen. Wie wär's damit, wenn ihr nicht 20 Minuten braucht, um Essen auszusuchen? Man muss sagen, wir hatten einen Plan. Ja, McDonald's ist zurück. Bei McDonald's wurde er verändert. Das stimmt tatsächlich, ne? Ich bin davon ausgegangen, dass wir zurückfahren. Ja. Er hat mich gefickt mit Königsallee und Hotel Nico. Ja. Er sieht aus wie ich. Wo ist es aus? Ich hab mir gar nicht gut getan. So, wie lange? Jetzt scheißen, danach ins Bett. Hey, ich glaube, hier kann der Vlog auch gut enden, was sag ich so. Abonniert den Kanal. Auch mal ein Like da lassen. Und am Ende sind wir wieder da, wo das Ganze begonnen hat. Ich bin zu Hause, ich bin frisch geduscht, sehe aus wie ein hübscher Mann. Ich habe eine neue Handyhülle. Sexy. Dokumi war dieses Jahr eigentlich sehr cool. Mit den Jungs sowieso. Kann ich nur empfehlen. Auch gern mal so ein Like da lassen, ein Kommentar, was auch immer. Ich sage einfach mal ciao. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen und tschüss.